Hallo meine Lieben, hier eure Kurzvorschau für Mai 2016. Ja, was erwartet euch? Also in der Liebe habt ihr wirklich wunderschöne Karten. Und da liegt es einfach an euch, was ihr daraus macht. Ne? Also wenn das irgendwie, wenn ihr zeigt, dass ihr da vorankommen wollt, dann kann das wirklich eine sichere, schöne Kiste werden. Das Dating, das kann auch wirklich seriöse Partner anzeigen, die auch zukunftsträchtig sind, wer wirklich eine Beziehung haben möchte. Ja, die Leute in eurer Umgebung sind ab Mitte Mai irgendwie so ein bisschen, naja, nicht ganz überfordert einfach oder streiten sich oder sowas. Das ist vielleicht nicht so schön, aber am Anfang habt ihr wirklich ganz tolle Intuition und eine ganz tolle Führung und wirklich ganz, ganz tolle Chancen in echt jedem Bereich, spirituell bis materiell, einfach top. Also die erste Maiwoche, die sieht so aus, als würde sich euer Karma auflösen. Ja, falls jemand noch irgendwelche schlechtes Karma da mit sich rumschleppt. Also wirklich der Wahnsinn. Ihr macht aber euch aber einfach zu viele Sorgen, weil das Kartentarot ist eigentlich cool. Also ich danke euch, ne? wer sie möchte, der kann sich auch die lange Version mal anschauen, da ist noch detaillierter. Und ich danke euch fürs Zuschauen, Liken, Teilen und so. Und wer eine persönliche Beratung haben will, einfach mit eurer Frage an die E-Mail-Adresse und wir gucken dann gemeinsam, was wir draus machen. Also bis dann, ciao!